Ja, da habe ich doch glatt heute ein Ei am Kreisen, hör mal. Willkommen zurück bei Travel in Terroristen. Curry, zeig mir mal deine Eier. Tobi, zeig mir mal dein Ei. Alter, sind wir eine Pistazie? Ja, irgendwie ist das sind eine Pistazie. Oh, ja, Alter. Ja, guck mal auf den Kopf. Guck ja, mal, wirklich, guck, ja. Ey, guck mal bitte auf den Kopf. Ey, soll ich dir mal meine Pistazie zeigen, Tobi? Komm. Guck mal bitte auf den Kopf und denkt mal drüber nach, wie das aussieht. Ja, Tobi, na, danke schön, Tobi, toll. Tobi, toll, sehr toll. Geht hast toll gemacht. Was denn? Ich bin Pistazie, oder bin ich die einzige Unschuldige hier? Die Map ist eine... Komm, erzähl mir gar hä? Wie soll das aussehen? Ja, natürlich, komm, Erik. Die Map ist ja, aus sehr schön, als wir Undertale. Gerade im Kreis waren. Ciao. Und wir haben auch tatsächlich einen Undertale-Charakter. Boah, wie geil. Das sieht man jetzt auf meinem Channel bei den anderen nicht da. Aber leider ist der Skin noch nicht brauchbar, weil der hat die ganze Zeit die Arme. Also irgendwas stimmt da noch nicht. Irgendwas habe ich falsch hochgeladen. Deswegen können wir keinen Zahns nehmen. Page and Report. Was ist das denn hier? Das ist voll geil. Oh, was ist das denn, Alter? Was ist das nicht der Hobbyraum von Erik? Wahrscheinlich, du mal Patreon-Supporters Hanky. Was? Was ist das denn hier unten? Ah, ich bin außen vom Gebäude, cool. Was ist los bei euch? Oh, ein Einhorn-Trink! Wow. Ein Einhorn-Cocktail-Trink. Was ist los, Leute? Okay, wer ist tot und wer lebt noch? Ich habe ein Einhorn getrinkt. Ich weiß nicht, wo die sind. Ah, die waren auf Curry. Einfach nur leise. Curry? Ernsthaft? Ach, fuck, ey. Okay, Curry, wenn du mich gleich tötest, ne, das ist, ne. Ich bin für runtergefallen. Ich bin runtergefallen und jetzt wütend. Saint Blues 52 hat die Map gemacht. Ich habe ein bisschen Angst. Weil ich jetzt mit dem Curry hier alleine bin. Warum? Warum sagst du, ich bin allein? Ich habe keine Ahnung, wo die beiden sind. Die sind auf einmal leise. Hier ist eine Mücke im Zimmer. Das regt mich auf. Welche Fälle. Pan? Oh nein! Ja? Hörst du mir mal zu? Ja. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo die sind. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Ich bin in der Lobby. Und ich suche die Leichen. Was war das denn? Warst du das? Wer war das? Ich habe gerade den Namen nicht gesehen, Pan. Wer war das? Wenn du es warst, bitte, dann sag's mir, denn sonst weiß ich ja, dass jemand noch lebt. Hey, Pan, hallo! Ja? Warst du das gerade mit dem Wal oder nicht? Ich bin der Wal. Warst du das oder warst du das nicht? Ich weiß nicht. Hallo, du musst mit mir sprechen, Pan. Curry. Oder du hast die getötet. Ich weiß es nicht. Ich muss wissen, wer das war jetzt. Ja, Curry, ich sehe dich da hinten kaum. Was soll das? Geh da weg. Ja, hattest du einen Wal oder nicht? Ach, da vorne bist du doch. Ja, da vorne Pan, bin ich. Weg ich von bin mir. Ein Ei. Ich, Pan, eine weg. Pistazie mit Bart. Pan, geh weg. Ja, ich kann nicht. Ich muss mal hier drauf drücken. Hä? Warte. Und drauf drücken. Nicht gehen. So. Tschüss. Ja, was denn? Ja, ich versuche jetzt gerade hier abzuhauen. Ich versuche hier gerade vor den Abgang zu machen. Oh, okay. Warum glaubst du denn, dass ich jetzt Trader bin, Pan? Du hast, weil du die Thomas die Lokomotive oder. Oh Gott, was ist das denn? Wo bin ich hier? Welche Lokomotive? Du hast die Lokomotive genommen und hast alle getötet. Nein! Hier bist du kleine Pistazie. Nein, wirklich nicht, Pan. Ich sag's dir doch. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich such doch selbst die ganze Zeit die Leichen. Naja, ich werde dich jetzt gleich auf jeden Fall töten, wenn ich dich sehe, weil ich bin ziemlich nein, sicher, du bist ein Traitor. Warum? Ich bin ziemlich sicher, du bist ein Traitor. Jetzt komm, die anderen sind doch nicht mehr da. Die haben irgendwie gelacht. Aber nur weil die nicht sprechen, das kann, du kannst doch nicht dann sagen, dass ich Traitor bin. Wir müssen noch Leichen suchen. Ich suche die ganze Zeit die Leiche. Ja, die hast du mit einem Luftballon wegfliegen lassen. Ja, okay. Was ist das denn hier? Dann musst du mich scheiße, ich muss Undertale noch spielen, dann würde ich jetzt bestimmt den Code hier kennen. Curry, hier ist ein Rätsel. Was für ein Rätsel? Ja, hier ist ein Rätsel. Ich weiß, glaube ich, welches Rätsel. Oh. Pan, geh. Ja. Geh. Ja, geh. Kleine Pistazie. Ich will. Nein, lass mich doch mal jetzt. Wir müssen reden. Nein, ich will nicht mit dir reden. Doch. Scheiße. Alter, wie wollen wir uns die Map angucken, Tobi? Weißt du? Ja, das war die Hacker, die Hackerlokomotive. Ja, wir wollten uns nur die Map angucken. Ey. Ja, dann kommt mit Thomas der Lokomotive, weißt du? Wie geil! Der Typ, also dadurch, dass
unser Skin halt relativ klein ist, können wir uns mega gut verstecken. Ne? Das ist echt gefährlich. Ja, das stimmt. Ist aber cool. Ich finde das eine neue Herausforderung. Mega geil. Auf die Map. Wir spielen jetzt schon so gut, dass wir neue Herausforderungen brauchen. Ne? Ja, eben. Ja, eben, Tobi, ne? Mr. Henke! Eben! Voll. Warte mal, warum ist hier abgesperrte Zone? Ich will in die Tür rein. Hallo? Was ist das hier? Was soll die Scheiße? Stopp! So. Was? Wer hat denn da kein Skin? Wer hat denn da kein Skin? Entschuldigung, wer hat denn da wohl kein Skin? Überleg doch mal. Wer hat da kein Skin? Boah, ich muss jetzt überall aufpassen, dass irgendwo keiner in der Ecke steht. Das ist voll gefährlich. Aber wie cool diese Map ist. Deine Unterhose da, Alter. Ey, die Map ist richtig geil, wa? Die ist richtig geil, Erik. Sag's doch nochmal, komm. Die ist richtig geil. Danke an den Entwickler. Ein bisschen mehr Elan. Richtig geil. Boah, Erik, du bist so cool. Boah, was ist das hier oben denn, Alter? Boah, was ist denn hier los? Ja, hier. Oder was? Du kannst dir was eingeben, aber. Curry ist doch schon wieder in dieser roten Gegend, ne? Da ist doch der Curry jetzt bestimmt. Ja, das ist mein Viertel, Alter. Warte, ich will auf dir landen. Au. Bitte was? Find ich jetzt aber nicht nett, Pan. Stimmt, hier ist was hinter, aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Kann man hier. Oh, ja. Pan, hast du den Wal gerade getötet? Ja, nein, der war schon tot. Pan hat den Wal getötet. Ich hab's gesehen, Tobi. Ich hab den nicht getötet. Pan hat den Wal getötet. Sie hat ihn hier nicht runtergeschossen. Bring sie um, du musst sie töten. Das ist der. Ah! Hilfe! Wer ist da? Komm ich. Oh Gott, ich hab Angst vor Leitern bei TTT. Bring da ran und dann drückt man nochmal Leertaste. Ja. Fast, Erik. Wer ist da gerade hingefallen? Ach da. Wie immer. Alter, Leitern sind so scheiße einfach. Badly wounded, falls die kleine Pistazie, ja. Pistazie ist ganz langsam runtergefallen. Au. Oh. Das ist so doof. Pan? Pan? Okay, wir halten fest, Erik. Tobi war zuletzt mit Pan zusammen. Ja, natürlich. Doch, du hast gesagt, hast du gerade den Wal getötet? Ja, dann ist die Pan mit dem Wal weggelaufen. Ach so, und dann ist sie auch von alleine ohnmächtig geworden. Was ne? sie gemacht Klar. hat, dann weiß ich nicht. Erik hat nämlich gerade die Leiche gefunden. Ja, das ist schön für den Erik, aber ich war ja dann hier bei euch. Nee, hau ab. Geh. Renn die kleine Pistazie vor mir weg und schreit geh. Wie geil. Geh. Ach, was ist denn das für eine geile Map? Erik, wo hast du die Leiche gefunden? Ich will sie sehen. Die lag im Foyer einfach, ganz stupide. Lieblos hingeklatscht, einfach nur von ihrem Mörder, von ihrem Kaltblütigen. Würdest du auch bitte den Wal bestätigen, wenn du schon da bist? Nein, geh. Finde ich ja sehr nett. Tobi, ich weiß, dass du die Paar mit dem Bumerang gekillt hast. Auf jeden Fall. Wo ist denn der Bumerang, Curry? Ne, den hast du natürlich wieder aufgesammelt, du Holzkopf. Ja, klar, natürlich. Wenn ich so ein Holzkopf bin, werde ich wohl kaum das Ding aufsammeln. Ja, passt doch fast, bis da. Tobi, bitte nicht schießen. Tobi. Marek Nisch. Würde ich gar nicht einsehen. Ich sag dir, der Tobi ist es, Erik. Der muss es sein. Ja, du immer mit deinen Verdächtigungen, Alter. Reicht's jetzt nicht mal? Ist ja fürchterlich. Tobi, du brauchst jetzt auch gar nicht ausrasten hier. Alles wird gut. Wer rastet denn hier gerade aus? Tobi ist jetzt! Ja, aber warum bist du es denn nicht? Ich hätte den Erik gerade schon töten können, also bleib locker. Nee, aber warum ist denn die Pan denn tot? Ja, weiß ich doch nicht. Tobi. Ja, weiß ich doch nicht. Also jetzt brauchen wir nicht in der Die Pan hat den Wal genommen und ist abgehauen. Okay. Ach so, und dann? Ja, weiß ich doch nicht. Ich bin ja dann zu euch gekommen. Ach so, okay. Ja gut, dann muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja, dann denk mal drüber nach. Ja, ich denke. Erik? Ja? Was ist das hier unten? Was denn? Du hast das Spiel doch bestimmt gespielt. Was ist das hier unten? Ich hab's leider immer noch nicht gespielt. Ich muss immer noch. Ich hab's auch nicht gespielt. Das ist eine Schande, ich weiß. Eine Schande. Bisschen aus wie McDonald's hier. Das war ein Curry, was war ein Hamburger? Hau ab. Ist das nicht das Gleiche? Hm? Ja, Curry, lass mich in Ruhe. Hä? Ich bin doch gar nicht bei dir. Du sagst präventiv. Warum verdächtigst du mich jetzt, Erik? Ich verdächtige euch beide. Aber warum? Ja, weil das offensichtlich ist, oder nicht? Aber die Pan ist gestorben, als ich bei dir war. Ich kann es nicht gewesen sein. Du genauso wenig. Es kann jeder von euch gewesen sein. Okay. Weil du warst ja auf dem Rückweg. Nein, Erik, ich war vorne und da hat die Pan noch gesprochen und plötzlich war sie ruhig. Wo willst du denn hin? Nicht schießen. Weg. Alles klar, ciao. ich weiß es nicht. Hau ab, Tobi. Du kommst doch hier hin. Auf mich ziehen, hör auf. Du kommst doch hierher. Was bist du denn von mir? Geh, Tobi, geh. Jetzt sind da Pans Leiche mit, Alter. Was bist du denn für ein Ekelhafter? Oh Mann, meine...
Mann! Das ist so krank einfach. Geh, Tobi. Der haut mit Pans Leiche ab. Bah. Ja. Das ist so krank. Hallo. Na, Erik. Oh, hallo. Arschler. Wollt ihr wissen? Weißt du, was man da oben eingeben kann? Leider nein. Ich wünschte, es wäre so. Oh, die Küche ist ja nice. Geile Küche. Bessere Shotgun. Huch. Hm? Hast du es geschafft, das da oben einzugeben? Ja. Nee, leider nicht. Okay. Das heißt, den conducted. Ich bin gerade ein bisschen... Before you conducted the search. Aha. Was heißt das? Weiß ich nicht. Bevor wir die Suche gestartet haben? Oh, hier ist wieder ein Burger. Oder bevor... Into the Burger. Erik? Was war das denn? Hä? Diese Map hat Secrets. Diese Map hat Secrets. Ich habe gerade irgendwie so ein... Pfeil gedrückt, ja, das Bing gemacht. Ich hab den Bing auch gehört. Oh, geil. Pan. Red mit mir, wer hat dich getötet? Pan. Secrets. Pan. Wer versteckt sich da? Ja, ich guck mal, Pan. Ich guck mal. Guck mal hier. Oh. Einhorneis. Geil, was ist das hier? Was denn? Bitte geil. Leb wieder. Geil. Leb wieder, Pan. Hier. Sag mal, Curry. Komm. Geht's noch? Welt. Hier. Lecker. Ach, der ist ja mit diesem kranken Jungen. Der, ja. Aber mich verdächtigen, weißt du? Erik, hilf mir doch mal! Hier, ich hab Pan Einhorneis. Warte mal, wenn Pan hier liegt, wer ist denn die Leiche im Foyer? Hä, ich hab die doch gerade hier hingetragen. Der Curry hat die doch mitgenommen. Was macht ihr denn hier? Aber im Foyer war gerade bei mir noch eine. Was für ein gestörter Kult, Alter. Geh bloß weg, Alter. Das ist ich trau mich hier nicht mehr runter. Ja, geh. Tobi ist es. Der kann's. Es kann geh. Nur Tobi. Also, ich trau mich nicht mehr runter. Ja, komm. Shit. Tobi, Alter. Drecksack. Oh, Mann, ey. Karo. Penis, ey. Karo. Ja. Nein! Manno! Oh, Tobi, du dreckige Sau. Du hast den Ball getötet, Pan. Ich musste es, Tobi. Thomas, ey. Der Tobi, war schon die kleine tot, der war schattig. Warum haben wir den Tobi nicht getötet, Erik, ey? Die kleinen Pistazien. Ich weiß auch nicht. Jetzt bereue ich doch, den Tobi nicht getötet zu haben. Es konnte nur Tobi sein. Es vor zwei Jahren auf der Gamescom, ne? Hätte es mich besser gleich direkt umgelegt. Hätte ich sofort machen sollen. Einfach, als wir da so komische Cocktails trinken waren. Mann, ey. Einfach so eine Bierflasche über den Kopf. So wortlos Knarre ziehen. Und Babygun. Aber was sind das für komische Pfeile, die man hier überall findet? Ich meine, beim Fahrstuhl ja, aber hier hinten, guck mal. Ah, Tobi, ey, du kleiner Schlingel, du. Im Restaurant, ne? Ja. Im Restaurant, ganz hinten an der Wand. Da ist ein Doppelpfeil, wie beim Fahrstuhl. Und wenn man da drauf drückt, macht's Ding. Hä? Ja, und ich weiß nicht genau, was passiert. Dann such doch mal ein paar davon. Hey, wo war der? Ich will den sehen. Ich will den sehen. Der ist weg, der verschwindet. Der war hier und der verschwindet also ungefähr hier. Und der verschwindet dann quasi. Macht Ding und verschwindet dann einfach. Vielleicht müssen wir in jedem Raum einen finden. Aha, was ist das denn hier? Was denn? Ach, das ist ein Tester. Offline. Wir haben Tester, brauchen wir Steak. Wir brauchen Steak. Okay. Warte mal, ausprobieren mit dem Steak gerade. Ein Steak brauchen wir? Wofür ist die Kassette hier? Da steht Required Steak. Ist das ein Fernsehen oder was ist das hier? Was ist das hier? Wo denn? Hier, dieses Ding. Aber wo bist du denn? Hier, bei diesem Tester. Hier bin ich doch. Hä, da war ich gerade, da warst du gar nicht. Amazing. Ich hab auch einen Knopf gefunden. Ja, ich hab's gehört. Hast du gedrückt? Okay. Ja, in der Küche ist noch einer. Okay. Hä? Oh, hier ist die Küche. So, hier geht's noch nach unten irgendwie in so ein. Panda, da ist eine Traitor-Waffe, da kannst du den Ofen explodieren lassen. Ja. Und hier ist ein Fahrrad. Aha, woher weißt du das? Voll geil, wie das aussieht. Eine Traitor-Runde. Und von eben gerade. So, und hier kommt man jetzt raus. Und hier hat er einen Knopf, hier hast du einen Knopf gedrückt, ne? Hinten, ja, in der Ecke war der. Okay, dann. So, und hier kommt man. Aber Steak muss ja hier sein, hä? Hier kann ich jetzt. Da wieder! Steak! Oh, Steakchen. Ist das denn? Nicht so süß, die Map. Hey. Ah. Bitte nicht töten, bitte nicht töten. Dominator, bitte nicht töten. Steht nicht auf. Ich bin ein Burger.
Jawohl, Erik ist tot. Ich hab Schüsse gehört. Ich hab Erik getötet. Also das Einzige, was ich habe, ist ein Burger, aber das kann ja nicht gemeint sein, oder? Wo ist mein Burger? Hä? Hä, hey, der steckt in der Tür fest. Guck mal, da in der Tür. Kannst du mal bitte... Pan hat die Tür kaputt gemacht. Toll. Scheiße. Hey. Scheiße. Oh, der Burger ist weggeflogen. Der Burger ist weg, der Burger ist weg, der Burger ist wieder da, Freunde. Jake. Also man kann hier in diesen verschlossenen Raum, wo die gelben... ja, da steht Do Not Enter, da kann man irgendwie rein. Wo weißt du das? Weil ich mal am Anfang da durchgeflogen bin, also als die Map kommt. Achso, das ist ein Raum oder was? Ja. Erik? Ja, was denn? Okay, okay. Achso, Entschuldigung. Ich wollte nur gucken, ob du wieder da bist, ob du da bist noch. Ja, doch. Ob hier noch ein Knopf ist. Steak required. Was ist so warm? Warte mal, ich muss hier verdammt. 1, 2, 3. Ob man den Code irgendwo findet fürs Keypad oben? Hier ist ja in der Küche. Da war auch ein Knopf drin in der Küche vorhin. Den hast du gedrückt? Ja, hinten in der Ecke war der. Am Ofen. Oh? Hinten in der Ecke am Ofen war der. Wo ist denn dieser Raum mit dem Steak? Vielleicht kann man auch einen Burger drauflegen. Vielleicht in der Küche? Also ich habe jetzt nochmal einen Burger mit. Ah, ja, da ist auch noch einer. Oh, geil, Burger. Dann gucken wir nochmal, was geht ab. Ne, warte mal, ich geh mal draußen gucken. Hey, müssen wir den nicht vielleicht auf die Bratpfanne legen oder wo so? Wo muss ich denn den Burger drauflegen? Vielleicht auf den Grill? Kannst du dir das mal zeigen? Das Klavier kann man nicht ausspielen. Hier sind Herdplatten. Vielleicht müsst ihr die auf die Herdplatten legen, Leute. Der Burger, ein Burger lag schon auf der Herdplatte. Ja. Echt? Mhm. Also hier ist so eine Ablage bei diesem komischen, bei dem Tester ist so eine Ablage. Das ist einfach nur so ein Insider vom Spiel und hat gar nichts hier mit der Map zu tun. Nein, Tester? Okay. Weiß ich nicht genau. Nee, muss ja. Hurry, wo ist das? Ein Steak? Ja, wo kriegt man ein Steak her hier? Was denn? Wo ist das, wo man das hinlegen muss? Wo kriegt man den Code her? Saint also hier, ich weiß nicht. In der Küche, also bei der Küche quasi hinten. Herdplatte oder was? Da muss man das drauflegen? Nee. Wo ist denn die Küche überhaupt? Burger Pan. Die Küche ist hier in der Tür. Scheiße, ich hätte das Spiel spielen sollen. Also hinten in diesem Back-Apartment oder was auch immer man sagen soll. Wie auch immer das nimmt. Ich krieg die Tür nicht mehr auf. Und? Nee. Vielleicht müssen es die richtigen Burger sein. Ich hab keine Ahnung. Core. Nochmal. Hier kann ich nicht rein. Du, David. Was ist das hier? Okay. So eine Granate. Die Frage ist, wer verliert hier gleich die Nerven? Das ist eine gute Frage, Tobi. Ich finde spannender, die Frage. Vielleicht muss man auch das Einhorn-Eis irgendwo hinlegen. Das Einhorn, nee, ist ein Einhorn-Cocktail, oder? Ist von hier so ein Cocktail. Ja, dein Cocktail, ich weiß. Weiß ich auch nicht. Aber wo gibt's hier ein Steak? Das also oben müsste man auf jeden Fall ins Keypad da rein. Genau, das da wo ist oben. Was ist oben? Ich weiß nicht, ob das echt so ein Spiele-Insider dann ist und die Leute sich gerade alle über uns lustig machen. So der, oh, was den Code kennt oben? Man doch. Oben hier, wenn du mit dem Fahrstuhl... Genau, da kann man mit hochfahren, oder was? Ja. Genau. Aber nur Level 2. Level 3 mag er noch nicht. Aber bestimmt später... Ah, die Tür hier geht da auf. Was ist denn? Hä? Wo bin ich jetzt? Was? Hm? Die eine Tür da ging auf. Jetzt will ich hier bei so einem großen roten Bett. Ich kann die nicht aufmachen. Jetzt kann ich die aufmachen. Hallo. Hä? Pam, was hast du hier vor? Curry, ich bin eine sexy Pistazie. Wie scheiße das aussieht. Pam? Pam? Ach, das Steak liegt hier drinnen, ne? Curry ist der Mörder. Voll nicht. Ja, natürlich. Pam ist jetzt tot. Aber das, ganz kurze Info, das Steak liegt hier in dem Dingens hier oben drinne, glaube ich. Und man muss irgendwelche Knöpfe drücken. Da steht nämlich 1, 2 und 3. Ja, genau. Aber da brauchen wir erstmal ein Steak, oder? Oder ist das Steak überhaupt? Nee, das Steak liegt da drin. Ach, das soll das Steak sein. Alles klar. Okay, also denke ich mal. Das sieht zumindest so aus. Das 1, 2, 3 dachte ich, wäre vielleicht die Position des Fahrstuhls gerade die aktuelle. War ich nicht so sicher. Hm. Hey, kann man denn die Türen auf... Meine Fresse. Also Curry töten, wenn man ihn sieht? Ja, genau. Warum? Okay. Weil du Traitor bist, Mann. Das war so unauffällig gerade mit Pan. Okay, na dann. Dann tu jetzt nicht so unschuldig. Ja. Aber wenn ich dann Leute verdächtige, ist scheiße, ne? Hä? Wieso verdächtigen? Das liegt ja jetzt auf der Hand. Ja, klar. Huch. Tobi? Ja. Ah, ich war nicht. Wo kommt der Zug gleich langgefahren? Hier kommt der 100% gleich irgendwo da, Zug. Das war nämlich auch. Was denn? Wo bist du? Ob wir hier eine Zahl kriegen? Ich trau mich grad. Aha. Nicht so dahin. Was war das gerade, Curry? Hä, was denn? Warum schießt du? Hier war ich noch gar nicht. Ich höre voll nicht. Weiß nicht.
Pass auf, Erik, dass da hinten der Ofen, das ist eine Traitor-Falle. Die kann er auslösen. Geh raus da hinten. Oh. Gut zu wissen, danke für den Tipp. Ah, da, Curry, du bist doch ein alter Drecksemmel. Da ist er doch. Voll nicht. Warum rennst du denn weg? Du bist doch nicht Traitor, dachte ich. Hm? Ja. Tobi? Wo bist du denn? Ich glaube, der ist weggerannt. Mhm. Ich schwör auf alles. Du schwörst immer gerne auf alles, ne? Ernsthaft? Ich glaube nicht. Tobi, red doch! Hast du dich gerade Turbinator genannt? Hä? Nein? Ich dachte doch, der ist weggerannt. Ja, glaubst du, ich komme näher oder was? Du hast eh nur noch 20 Sekunden. Hättest du nicht gewartet da, dann hätte ich das vielleicht sogar schaffen können mit Tobi. Das wäre cool gewesen, ey. Ja, ja, nee, ich wusste ja das. Ich hab's ja gesehen, wie du Tobi umgebracht hast. Ganz klar, mal heimlich. So, scheiß Pistazier. Hey, ich bin ganz freundlich. Aber ich würde echt gerne wissen, was man im Fahrstuhl eingeben muss. Ich würde gerne dieses. Ja, das wäre echt mal cool. Vielleicht sollen wir mal wieder ein Video schauen dafür. Solange wir nicht wieder irgendwo über irgendwie ein Gitter springen müssen, das dann hier in die Tiefe führt. Oh ja. Ding. Ich habe schon mal gedingt. 1337 vielleicht? Hey, wo soll man das denn eingeben? Hey, komm mal ins Restaurant. Ja, so auf dem Zehnerpad mäßig irgendwie. Komm mal, irgendjemand in den Silvester. Ja, aber wo ist denn dieses Touchpad dafür? Curry, hör mal. Oben, wenn du mit dem Fahrstuhl fährst, wie oben. Wie cool. Spiel mal ein Lied. Hey, kommt alle mal ins Restaurant. Komm mal. Ich hoffe, das ist hier richtig. Ich finde das Restaurant immer nicht. Hier vorne am Eingang, okay. Guck mal wie. Hört mir zu. Monsieur. Der Tobi hat schon wieder Pistazie. Pistazie. Oh, warte, da fehlt noch einer. Moment. Pistazie ist auf dem Weg. Wo ist er denn? Achso, jetzt bin ich in der Küche. Alles klar, ich komme sofort. Nein, komm hier hin jetzt. Ja, ich komme. Oder bist du etwa Traitor-Chan? Heute Abend. Ja, ich kenne die Map. Ich muss eben meinen Hocker vorbereiten. So. Achso, das ist mit dem Klavier. Oh, ich setz mich jetzt hier. Oh. Monsieur Pistazier. Tobi. Meine Damen und Herren. Mon amour. Herzlich willkommen. In einem wunderschönen Abend hier zu zweit. Warte, ich bin wieder auf dem Tisch. Oh, ja. Ich setz mich auf den Tisch. Es freut mich sehr, dass Sie alle hier vorbeigeschaut haben. Ah. Meine kleine Prinzessin, Turbinator. Dieses Lied schrieb ich mit meiner Pistazienschale nur für dich, ganz allein, mon amour. Oh. Ist das der Pirates of the Caribbean Titelsong? Mon amour, bitte. Hebe deine rechte Arschbacke von den Tasten runter. Danke. Mensch. Mon amour, bitte. Bitte, mon amour. Mon amour, hör auf. Nimm die Granate da weg, Alter. ihr seid so durch, ihr beiden. Danke, Ju. Danke. Es war wunderschön. Es war wunderschön. Wie der Tobi auch direkt mitgespielt hat, soll ich jetzt nicht gucken. So, jemand hat schon gedrückt. So, das. Was ist das hier? Kriegst du nicht, raus, das Steak. Da muss irgendwie erstmal geöffnet werden, die drei Dinger da, glaube ich, oder? Nee. Warte mal, bleib mal kurz da stehen. Bleib mal kurz da stehen. Wie meinst du? Dich, Erik, bleib mal stehen. Achso. Oder Pan, einer von euch zwei. Ich drücke jetzt mal hier den Knopf in der Küche, ne? Ja. Passiert da was? Jetzt? Ja! Ah. Was? Wo?
Da, pass auf, du hast den Knopf gedrückt und hier sind so Balken und wenn wir jetzt noch den dritten Knopf finden, dann können wir das Steak nehmen. Dann ist okay. Wo seid ihr? Ist doch also ich habe den Knopf in der Küche, ist jetzt offen. Aber wie sieht der Knopf aus? Den hinten habe ich auch schon. Wie so ein Fahrstuhl hoch runter Knopf einfach. Ach so, einfach nach oben. Muss man einfach den Fahrstuhlknopf drücken. Okay, dann lass uns. Vielleicht ist das. Okay, drück mal, Tobi. Warte mal. Ja, hab. Haben wir gedrückt. Okay, schau mal. Ah, nee, ist Chor. Fahrstuhl ist auf. Warte, vielleicht ist der oben. Ich guck aber auch mal. In dritte Etage kommt man gar nicht rein. Ich weiß nicht, in welche Etage. Ist noch zu? Ist noch zu. Hier zweite ist das jetzt. Aber hier oben ist kein Knopf. Ich bin sofort auf. Ah, und hier ist Pad, okay. Ja. Ich hab aber Kopfschmerzen hier oben, Alter. Oh, ich muss hier raus. Au. Ich guck jetzt mal, ob man in diesen Raum rein. Ich will in die anderen Räume kann. Ja, ich auch. Und ich würde echt gerne den dritten Knopf finden. Vielleicht ist der oben im Raum. Warte, ich. Nee, da oben waren wir gerade, da ist dieser Pfeil nicht. Es gibt auch noch eine dritte Etage, glaube ich, da kommt man dann also nicht hin. Also insgesamt zwei haben wir jetzt, oder? Genau. Wir brauchen noch einen dritten. Wo ist dieser Abfall? Wo ist der? Hä? Kann ich da reinbacken irgendwie? Fuck. Wo ist der Pfeil nach oben? Wo ist er? Ich will ihn sehen. Ich probiere ganz kurz, ob diese 1337 funktioniert, was ich hier vorhin in diesem Chor gesehen habe. 1337. Ja, wollte ich mal testen gerade. Ich muss da irgendwo sein. Hier liegt auch nur eine Waffe. Hier ist ein Fahrrad. Hä? Ich guck hier gerade auch hinter den Sachen. Ich hab gerade an dem Fahrrad irgendwas gedrückt und dann habe ich so gehört. Okay. Da schon wieder? Ich höre das gar nicht. Guck mal hier hinter der Theke. Da schon wieder? Okay, das Wupp, warte, das habe ich jetzt auch gehört. Okay, 1337 ist übrigens nicht. Hm. Was soll das denn sein? Also im Restaurant waren wir ja schon. Das muss ich rausfinden. Was? Wo ist er? Warte, ich drücke ihn, Achtung. Ups. Und dann ja, ich hab das Ding gehört. Der ist irgendwo hier unten in so einem dunklen Raum, keine Ahnung. Jetzt können wir das Steak nehmen, oder was? Ah, ich ahne, wo du bist. So, okay, warte mal mit dem Steak. Lass mal alle gucken. Ich hab es. Wo ist das Steak? Ich hab es, aber was machen wir jetzt damit? Jetzt hast du es einfach rausgeholt, ich hab nichts gesehen. Ja, naja, ich hab's einfach rausgeholt. Das war jetzt nicht sehr spannend. Wo bist du? Ja, hier beim Steak. Links. Ja, wo ist das Steak? Hier ist das Steak. Da liegt es. Lass mal auf Tobi warten gerade. Warte, ich komme. Ja, das ist doch kein Steak, das ist eine Kassette. Ja, da steht aber Steak required. Das ist halt also, die Grafikstil, Mann. Ja, vielleicht ist das ein Steak. Hallo. Wir wissen es alle nicht. Nee, da sind Knöpfchen drauf, Leute. Kannst du das drücken? Warte mal. Nein, ich glaube, wir müssen das irgendwo reintun. Wir müssen das irgendwo reinmachen. Ich probiere mal was. Was passiert, wenn du... Ah! Wow, jetzt haben wir den Tester geöffnet. Geil. Und jetzt? Wer ist denn drin? Curry. Was passiert jetzt hier? Innocent! Oh, wie cool! Okay, mach die Tür bitte wieder auf, ich fühle mich alleine. Cool. Ich hab echt Angst. Tobi, willst du als Nächster rein? Ja, aber ich hab ein bisschen Angst, weil wir hier alle so aufeinander stehen. Okay, wenn es jetzt nämlich grün ist, ist es Pan. Alter! Pan! Direkt drauf! Ah, Mist! Ich wollte einfach das durch! Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Und dann sagt sie sich so, oh shit. Ja, aber ich hab die 9 gedrückt und er hat in dem Moment wieder umgeswitcht. Geil. Okay, das hat aber nichts mit dem anderen Geheimnis zu tun. Das müssen wir auch noch irgendwie rausfinden. Das stimmt. Also, fällt der Test dann immer doof, aber das war jetzt lustig. Das wäre ganz lustig. Das war cool, ja. So. Warum liegen überall Burger rum? Ich versteh's nicht. Ja, wir müssen das alle spielen, verdammt. Ich wollte privat die ganze Zeit spielen und ich warte die ganze Zeit, ohne Scheiß, ich warte die ganze Zeit darauf, dass der Tobias ein Let's Play davon macht. Deswegen habe ich privat noch nicht gespielt. Hashtag Gronkh Spiel Undertale unter seinem Videospam, bitte. Was ist denn das? Das ist ein Rollenspiel. Hashtag Gronkh Spiel Undertale. Handle with care. Obwohl, ja, weiß nicht, was ist. Wie kann man. Ja. Huch. Ah, ja. Ach, guck mal, das ist die Kassette, die wir gerade gefunden haben, hier, dieses Püppchen. Oh, das ist voll traurig. Fahren. Ach, das da. Hier steht, special thanks to my Patreon supporters. Hanky. Ja. Oh, das ist so gefallen. Ich geh da nochmal hin, dann können die Leute das ja sehen. Vielleicht wollen die ja noch mehr Maps in der Art haben. Ich guck auch mal auf den Patreon. Erik. Mal einen Account machen. Was denn? Ja. Was los? Ja. Alter. Ja, was denn? Was ist von mir? Das wenn ich gleich hoch bin, ist Curry. Wie kann man das denn sehen? Ah, hier ist die Mail. Alter. Kaneblues 52. Heißt der? Steht hier auf jeden Fall überall. Ich glaube, so ein Name. Hier, made by Saint
los. Vielleicht ist ein versteckter Code drin, Leute. Der Arme. Voll leid irgendwie. Ja. Pan. Dann würdet ihr hier stehen. Ja? Tobi. Alter. Tobi. Tobi, was ist das dein Ernst? Tobi, ist das dein Ernst? Wer war das? Wer war das? Ich will dich furzen! Ich furze hier! Tobi, hast du eine Sniper? Wer furzt? Wer? Okay. Wer war das? Alter, wieso schießt du auf mich, du kleiner, dreckiger Pimmel? Alter, wieso? Alter, wie so ein Pimmel, ich war nicht mal in der Nähe. Du hast die Sniper in der Hand gehabt und jetzt auf einmal eine Schrotflinte. Nein, das stimmt nicht. Doch. Aber ich dachte, das Ding sieht aus wie eine Schrotflinte. Das hat der Tobi mir vorhin so erklärt. Nein, das sieht nicht aus wie eine Schrotflinte. Hast du mir doch erklärt, dass es aus wie eine Schrotflinte von außen. Der Curry hat dir doch erklärt, dass du hast dann zwei Waffen. Das ist unfassbar. Verarschen ja. Ich bringe euch jetzt alle einfach um. Okay. Ich will die Schule von außen, die andere Simulator bitte als Map. Ich will unbedingt. Warum? Willst du uns dann alle umbringen, blutig? Es dürfen nur nicht alle Räume auf. Wenn ich jetzt Twitter bin, bringe ich diese Visage sofort um. Okay. Vielleicht müssen wir irgendwas machen. Wir müssen doch irgendwie das Ding hinkriegen. Wir müssen das Geheimnis. Das sieht sehr komisch aus, was hier da vorne. Ja, Tobi, du bist gerade gewachsen, Tobi. Oder aber Tobi. Nicht nur. Also, wir brauchen. Wir brauchen einen Code. Was? Oder wir brauchen etwas, was so ähnlich aussieht. Ein Code. Ich hab immer so ein Ding in Hose, weißt du? Ja, Curry? Mit Iro. Oder was? Ich muss das einmal drücken. Hey, was war das? Nee, ich hab nur meinen Knopf gedrückt. Wir brauchen den Code. Ja, aber das war wegen dem Tester. Wir brauchen den Code oder wir brauchen irgendwas, was so aussieht wie dieses Pad halt, wo man vielleicht was eingedrückt sieht oder keine Ahnung was. Welches Pad meinst du? Oben in der zweiten Etage mit dem Fahrstuhl. Achso, das meinst du, okay. Komm, lass spielen, als wäre der Boden hier Lava, das ist voll lustig. Was heißt denn das hier? Scene on TV. Everyone da kommt jetzt ein Spiel auf Steam raus, ne? Echt, auf Steam kommt ein Spiel raus? Das ist aber unüblich. Ja, wo der Boden Lava ist und du musst dann so jumpen. Das ist voll cool. Das ist voll geil. Hey, cool, Tobi, das freut mich ja richtig für dich. Ja, geil, Karin. Du bist bestimmt der Erste, der das Let's Playen will. Komm mich an, hey, kannst du mir das mal holen? Ach, Tobi. Ja, guckst du blöd, ne? Nee. Bing. Ich habe einen Huhn gehört. Ein Huhn? Irgendwo ist ein Huhn. Also ich habe gerade in der Küche das Ding angemacht. Okay, dann ist einer, also Pan oder Erik. Hier. Dann ist es vielleicht, warte mal. Das muss ja wohl jemand gesehen haben. Wenn das Huhn jetzt hier beim Erik ist, ne? Guten Tag, ja. Ja, bitte, guck. Nein. Guck, Tobi. Viel Spaß. Wenn ich tot bin, hat mich der Erik gleich getötet. Weh, du bringst mich um. Weh, du bringst mich um. Tschüss, Tobi. Okay, es ist die Pan, glaube ich, gewesen. Hä, ich war das nicht. Warum? Ich war doch die ganze Zeit in der Nähe. Sprich mir nicht. Deswegen, ja. Deswegen habe ich das Huhn ja gehört. Der Erik war relativ weit weg. Pan. Hä, vielleicht muss ich einfach nur alle gleich. Sprich mit mir. Sprich mit mir, Tobi. Warum ist es Pan? Ja, weil ich das Huhn relativ nah gehört habe und der Erik war sehr weit weg. Okay. Und die Pan war dementsprechend relativ nah bei mir. Wurde das Huhn auf dich geworfen? Nee, aber ich habe einen Huhn gehört, also hier muss irgendwo ein sitzen. Hat jemand irgendwann mal einen Huhn gesehen? Kann man ja auch mal machen. Im Leben meinst du? Nee, ich hör's, Pan. Also das ist schon mal ausgeschlossen, dass Tobi gelogen hat. Ich höre das Huhn. Okay. Danke. Ah, das Huhn ist hier drin. Hast du's? LOL. Guck mal, was da rausgekommen ist, als das Huhn explodiert ist. Hä, Alter? Hä? Wie geil! Wo denn? In der Lobby, Ich hab das Huhn gekillt und das kam da raus! Hä? Oh, was ist denn da? Wenn die Pan kommt, geh ich weg. Ja, ich auch. Ist das bescheuert? Wie geil ist das? Da steht einfach so ein Eimer! Oh, schön, ey. Alter, diese Trailer-Waffe ist so bekloppt einfach. Oh, schön. Oh, ist das schön. Oh, Pan, das ist so schön, dass du das Huhn geworfen hast. Das ist echt nett. Ich hab das Huhn nicht geworfen. Ohne Scheiße, doch, Curry. Ach, ich bin. Ich habe das Huhn wirklich nicht geworfen. Glaub mir. Okay, Pan, okay. Tobi? Ja. Okay, Erik? Ja. Okay. Was meinst du, wieso ich gerade so einen Abstand nehme? Ich hab keinen Bock, dass dir irgendjemand. Ja, Pan. Ich hab keine Ruhe im Trader-Shopping kannst, Pan. Ja, genau, das stimmt. Nein, ich bin hier und versuche dieses Ding hier weiter zu drücken. Ja, Pan. Welches Ding weiter drücken? Hier. Guck mal. Pet. Oh. Warum ist hier ein Pfeil eigentlich hier in die Richtung? Was soll das? Achtung, ich komm runter. Ich tue niemandem was. Ist jemand hier? Da. Nö, alle weg. Oder wie süß. Oh. Was? Guck mal, Pan, hier ist der Eimer. Nee, warte mal, warum ist hier ein Pfeil in Rot? Das kam aus dem Huhn raus. Was sonst hier? Scheiße. Pretty Tobi? Ja.
Oh Gott, ich dachte, ich hätte aus Versehen erschossen. Aus Versehen. Ja, wirklich aus Versehen. Pretty and Kitty, das macht mich wahnsinnig. Warum kommt man hier nicht rein? Was ist das hier? Das ist doch auch nicht umsonst. Ich habe eine Schublade gefunden, die aufgeht. Draußen eine Tür. Was? Pan, echt? Mann, das ist doch... Ah, guck mal, hier ist ein roter Pfeil. Warum ist der hier? Der ist doch nicht umsonst hier. Das sind so drei Zeichen drauf, deswegen dachte ich, vielleicht wäre das was. Hier, guck mal, der rote Pfeil. Ja, vielleicht. Hä, aber der Raum hier muss doch auch irgendwas zu bedeuten haben. Ich, Alter. Ich weiß es nicht. Kann er auch nichts machen. Cheap Guns oder Cheap Guns? Geo Guns. Warte mal, guck mal, hier ist ein Burger abgezeichnet und hier ist eine Katze. Ist das? Ja doch, ist ein Burger. Ja, und das ist ein Burger. Ja, ohne, die ist aber glücklich, weil die Pflanze irgendwie... Hier ist noch Burger Pan Smells. Burger Pan Smash Smash Pan. Pan kommt aus dieser Met. Aus dieser Met. Aus diesem Met. Pan kommt aus diesem Met. Ich komme aus Met. Hm. Mann. Ich hole jetzt mal einen Krabbenburger oder einen Burger oder was auch immer. Ja, ich habe hier echt keine Ahnung. Hä, hey, was ist das denn? Okay. Map by St. Blue, ja. Han, wo ja, bist du denn? Hier, in der Küche. Ach so, ja klar. Tobi? Ja. Okay, Tobi ist noch da. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben, Leute. Hat jemand eine SMS gerade gekriegt? Nein. Hm? Hat jemand gerade eine SMS gekriegt? Hat Nein. Ding gemacht, ne? Irgendwas gedrückt, glaube ich. Oder Pan hat eine Trader-Falle aktiviert oder irgendwas. Pan? Ich habe ein Secret gefunden. Pan? Hier, guck mal, Curry. Pan? Ja? Hey, Pan, was war das denn? Guck mal. Was denn? Warum bückst du dich da unten, Pan? Was? Okay, Pan. Ja, ich wusste, was ich machen sollte jetzt. Was war das denn jetzt? Warum? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Warum, Pan? Was, warum? Ja, weil ich weiß nicht, das war doof. Scheiße. Hast du einen Bumerang geworfen, Pan? Ja, der ist neben dir gelandet. Ich wusste doch, ich hab was gehört. Ach so. Ich dachte eigentlich, Tobi hätte den geworfen, aber das war der gar nicht. Ich würde die Secrets von der Map noch irgendwie haben. Also die Map werden wir auf jeden Fall nochmal spielen, ne? Ja, das müssen wir aber. Machen wir nochmal eine Secrets-Folge, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich kündige mal das Fett an und es gibt gar keine mehr. Wir haben das einzige Rohr. Falls ihr noch TTT-Maps kennt in der Community, die coole Secrets haben, ne, schreibt die einfach mal in die Kommentare, weil irgendwie bin ich mit meiner Suche jetzt nicht so fündig geworden. Also nicht so, dass es interessante Secrets sind wie bei der Rooftop-Map. Also wie gesagt, einfach in die Kommentare dann schreiben und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Jetzt ist ja, der Grund wieder Ciao mit V, so ist es. Ciao mit V. Toll, weißt du? Ich bin raus, Onkel Klaus. Ja, ich bin auch gut. Hallöchen, Popöchen, ist falsch rum. Hallöchen, Popöchen. So, Arrivederci. So. Okay. Monsieur. Monsieur. Ich bin der Tobi, tschüss.